Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Constanze Klosterhalfen, er ist in die USA umgezogen. Urheberrecht Getty Images. Constanze Klosterhalfen ist nach ihrem Umzug in die USA weiter in Topform und pulverisiert einen deutschen Rekord um 8 Sekunden. Deutschlands Laufhoffnung Constanze Klosterhalfen hat nach dem Umzug in die USA in ihrer neuen Wahlheimat erneut ein Ausrufezeichen gesetzt. Die 21-Jährige verbesserte am Samstag Ortszeit beim Sieg über die Meile bei den Milrose Games in New York die deutsche Hallenbestleistung auf 4:19,98 Minuten und blieb mehr als 8 Sekunden unter der bisherigen Bestmarke von Vera Michalek, 4:28,29 Minuten, aus dem Jahr 1988. Mit einer 1500m Durchgangszeit von 4:02,70 Minuten blieb die EM-Vierte von Berlin zudem weit unter den Normen, 4:12,00 Minuten für die Hallen-EM in Glasgow, 1. bis 3. März. Bei der anstehenden Hallen-DM in Leipzig, 16. 17. Februar, hat Klosterhalfen für die Rennen über 800, 1500 und 3000 Meter gemeldet. Klosterhalfen hatte Ende November bekannt gegeben, dass sie sich im Umfeld des vom Sportartikelhersteller Nike unterstützten Oregon Project auf die kommende Weltmeisterschaft in Katar 28. September bis 6. Oktober vorbereitet.